So, ich würde sagen, wir legen los. Einen schönen guten Tag aus München. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, bei unserem Wildix Webinar, unserer Wildix Webinar-Reihe teilzunehmen. Heute mit dem Schwerpunkt Collaboration, Zusammenarbeit, hauptsächlich eben mit dem Collaboration Client. Mein Name ist Michael Gerb, der Produktmanager hier bei Brainworks, und ich werde Sie durch das Webinar führen. Schauen wir uns an, was uns heute erwarten wird. Wir werden nochmal ein, zwei Folien zu Wildix an sich uns anschauen und das wichtige zentrale Managementportal. Aber dann geht es natürlich nahtlos weiter mit dem Collaboration Client und im Anschluss natürlich das Ganze einfach nochmal live, dass wir uns da anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie es auf den verschiedenen Plattformen aussieht und was ich für Funktionen eben dort zur Verfügung habe. Ein Vorwort zur Wildix nochmal. Wir haben hier mehr als nur eine klassische Voice-over-IP-Telefonanlage, mit der ich alle meine Funktionen, wie ich sie von damaligen Zeiten mit ISDN und so weiter und so fort eben gewohnt bin, abdecken kann, sei es Konferenzräume, weiter vermitteln von Anrufen und so weiter und so fort, Nachtschalter, alles, was ich von der klassischen Telefonie gewohnt bin. Was aber natürlich im Vordergrund steht bei Wildix, ist das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit. Das heißt, gerade weil wir hier einen sehr starken Client haben, der sehr vieles der, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, klassischen Kommunikation ablöst, steht eben bei Wildix das Thema Communication, Collaboration sehr im Vordergrund. Und wir werden das jetzt dann gleich sehen. Das Ganze ist unabhängig davon, wo ich mich befinde oder welches Endgerät ich aktuell gerade in der Hand habe. Zwei wichtige Dinge, die ich immer wieder hervorheben möchte, was die zentralen Anlaufstellen bei Wildix sind, sind zwei Portale. Wir haben nämlich einmal das Managementportal, worüber ich als Partner sämtliche Instanzen meiner Kunden verwalten kann über den Webbrowser. Ich kann dort diverse Telefone zuweisen vorab für die Autoprovisionierung. Ich kann dort User anlegen und ich kann dann auch per Fernzugriff direkt auf meine Wildix-Installation zugreifen, so wie das vielleicht einige von Ihnen von Kerio bzw. MyKerio gewohnt sind. Alles unter einen Hut in diesem Wildix-Management-Portal, kurz WMP. Über dieses WMP komme ich dann auf das WMS, das Wildix Management System, was letztendlich nichts anderes ist als die Admin-Oberfläche unserer Telefonanlage, worüber ich dann eben sehr einfach und intuitiv meine User anlege, meine SIP-Trunks für die Telefonie hinterlege oder Geräte anbinde und sämtliche Konfigurationen dort vornehmen kann. Auch da werden wir später einen kurzen Blick drauf werfen, wenn wir dann live in die Clients gehen. Was ganz wichtig ist, ich habe in letzter Zeit immer wieder Anrufe auch bekommen, wo die Leute mich gefragt haben, ja, brauche ich denn jetzt für Wildix noch ein Softphone, wie es zum Beispiel Bria oder ein VoIPer darstellt? Nein, es ist ein vollwertiges Softphone integriert innerhalb dieses Collaboration Clients, der viel, viel mehr Funktionen abdeckt, wie Sie es von einem klassischen Voice-over-IP-Telefon gewohnt sind. Das ist auch so ein bisschen der Schritt, an dem man sich gewöhnen muss oder den wir auch sehen, dass es in der Zukunft ja immer mehr vorhanden sein wird, weg von diesen starren Tischtelefonen, die vor Ihnen stehen. Es gibt tatsächlich wirklich noch Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, sei es jetzt Rezeptionen oder Sekretärinnen, die eben das Tischtelefon vor sich haben. Aber wie gesagt, wir werden das gleich sehen. Wir können mit dem Client noch viel, viel mehr abdecken und mittlerweile hat jeder entweder einen Rechner oder ein Smartphone immer bei sich, sodass man einfach auch viel, viel flexibler ist, wenn Sie denken, in der heutigen Zeit Homeoffice, die Mitarbeiter reisen sehr viele, sodass man sowieso keinen Zugriff auf diese Voice-over-IP-Telefone, die auf dem Tisch stehen, hat. Was auch ganz schön ist, was immer wieder aufkommt, ist die Frage, wie sieht es denn mit Estos und Co. aus, also klassische CTI-Lösungen. Auch da kann ich mir letztendlich einen Estos zum Beispiel sparen, weil, wir werden das auch dann sehen, ich zum Beispiel meinen Zugriff auf Datenbanken und Co. habe, direkt Anrufe initiieren kann über diesen Client und mir somit CTI-Systeme ersparen kann. Das Schöne dabei ist, ich habe es ja erwähnt, wir sind völlig unabhängig von dem Endgerät. Das heißt, entweder
ein Browser, der WebRTC unterstützt, oder als Applikation auf einem Betriebssystem, das heißt Mac, Windows, Android oder iPhone. Dort habe ich immer meinen Collaboration Client dabei und bin somit da, auch wenn ich das wünsche, immer erreichbar über meine Nummer bzw. über meine Mobilfunknummer. Und das Schöne am Ende des Tages ist, es entstehen keine weiteren Kosten für diejenigen, die das vielleicht schon vorab gehört haben. Wir haben vier verschiedene Lizenzmodelle, die man lizenzieren kann. Und dort sind eben auch diese Funktionen wie diese Collaboration enthalten. Es gibt eine Basislizenz, die für Faxe und das reine Telefonieren gedacht ist. Das ist die einzige Lizenz, die diese Collaboration-Funktionen nicht umfasst. Alle anderen Funktionen sind ab der zweiten Lizenzstufe auch enthalten. Das werden wir aber auch später nochmal im Detail sehen. Vielleicht ein paar Folien dazu, wie das Ganze dann aufgebaut ist. Es ist egal, ob Sie in der App sind oder in dem Browser. Sie haben immer diese Leiste vor sich in erster Linie, wo Sie entweder suchen können, wenn Sie eine CRM-Verknüpfung zum Beispiel haben, wie wir das intern einsetzen, können Sie hier einfach den Namen suchen und dann direkt über die Applikation wählen. Sie können davor noch auswählen, welches Endgerät Sie auswählen, ob das direkt in dieser Collaboration-App passieren soll oder ob das auf irgendeinem anderen Gerät passieren soll, welches Sie mit Ihrem Benutzer-Account verknüpft haben. Dann habe ich die Möglichkeit, Konferenzen zu starten. Was diese Konferenzen umfassen, werden wir auch gleich sehen. Ich habe hier meine Kontaktverwaltung, ich kann Chats initiieren, Telefonbücher, ich sehe den detaillierten Anrufverlauf, beziehungsweise meine Voicemails, die mir eben auf die aufgesprochen worden sind. Dort kann ich sie abhören, beziehungsweise auch als MP3 oder WAV-Datei wieder runterladen. Mein Einstellungsfenster habe ich vor mir, beziehungsweise auch meinen Präsenzstatus. Wenn ich das möchte, ich kann alle Funktionen wirklich granular einstellen, kann ich das aber auch deaktivieren, sodass zum Beispiel ein Ort den Kollegen nichts angeht, beziehungsweise diese Funktion einfach deaktiviert wird. Ein gewisses White Labeling kann stattfinden, sodass ich von meiner eigenen Firma beziehungsweise des Kunden das entsprechende Logo hinterlegen kann. Ein paar wichtige Funktionen herausgehebt, wenn es um den Anruf an sich geht. Sie sehen hier gerade ein aktuelles Gespräch, das mit der Durchwahl 14 initiiert ist. Sobald ich ein Gespräch führe, geht ein kleines Pop-up auf, wo ich entweder CRM-Notizen hinterlegen kann. Sehr schön auch, dass ich den Anruf per Klick an den Kollegen weiterleiten kann. Das heißt, ich klicke hier drauf, gebe die Nummer ein und schon kann ich ihn übertragen. Entweder direkt oder eben als Makelfunktion. Ich kann, sofern das mein Kollege ist, auch Video oder ein Screensharing initiieren, sodass ich auch meinen Bildschirm teilen kann. Ich kann sogar, wenn ich möchte, den Bildschirm von dem Kollegen steuern, so wie Sie das bei TeamViewer gewohnt sind. Ich kann eine Konferenz initiieren, das heißt noch weitere Teilnehmer mit Telefonat hereinholen, kann mir den Kontakt anzeigen lassen, kann diesen sogar bearbeiten, je nachdem, wie ich mit meinem CRM verknüpft bin. Und die coole Funktion, die ich vorhin schon erwähnt habe, Continuity. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind gerade am Rechner, Sie telefonieren und müssen jetzt Ihren Zug erwischen. Öffnen Sie kurz diesen Tab. Wenn Ihr Handy verbunden ist, einfach das Handy hier auswählen und der Anruf geht nahtlos, und ich meine wirklich nahtlos, aufs Handy weiter. Da kann ich dann auch noch einstellen, ob es über GSM weitergeleitet wird oder direkt über VoIP, sodass ich das Gespräch nahtlos fortführen kann über diese Continuity-Funktion. Auf dem iOS-Gerät bzw. Android, wir haben jetzt ein iOS vorliegen, sieht das Ganze dann so aus. Wenn ich Anrufe initiieren möchte, kann ich auswählen, über welchen Kanal ich das machen möchte, VoIP. Natürlich, wenn ich ein Netzwerk habe. Eine besonders andere, nette Funktion ist der Rückruf. Das heißt, es wird per GSM ein Rückruf initiiert. Die Telefonanlage hinten raus telefoniert zwar über VoIP, aber ich selber, weil ich vielleicht kein Internet habe, baue meine Verbindung über GSM auf, sodass ich auch ohne Internetverbindung zumindest hinten raus, was der
Angerufene sieht, über meine Büronummer zum Beispiel raustelefonieren kann. Direkter Anruf, direkt über GSM beziehungsweise Web oder jedes bedeutet in dem Fall, dass alle meine anderen Geräte klingeln und ich zum Beispiel über das Handy Anrufe auf anderen Geräten installieren kann, initiieren, Entschuldigung. Auch die Chat-Funktion haben wir hier rechts, und ganz rechts sehen wir für diejenigen, die das interessiert, in meinen Augen ein bisschen Spielerei. Ich habe es auch auf der Apple Watch zum Beispiel, dass ich dort meine Anrufe sehe. Ich sehe dort meine Chat-Nachrichten. Ich kann in meine Präsenz setzen. Also auf nahezu allen Endgeräten haben sie die Wildix-Funktionen auch vorliegen. Kurz zur Konferenz. Es ist so, dass man das tatsächlich als ja, Go-to-Webinar-Ersatz bezeichnen kann. Ich kann dort Screensharing betreiben. Ich kann dort, wenn ich möchte, sogar auf YouTube und Facebook streamen. Ich kann das Ganze natürlich aufzeichnen mit oder ohne Videokamera. Und das Schöne dabei ist, dass ich natürlich auch einen Zeitplan dahinter versehen kann. Das heißt, ich kann meine Konferenzen planen. Ich kann direkt über meine Applikation dann auch eine E-Mail herausschicken mit den Zugangsdaten zu dieser Konferenz. Also es ist sehr, sehr umfangreich, und ich betone es nochmal, auch hier Bestandteil der Wildix-Lizenz, sodass keine weiteren Kosten entstehen und Sie am Ende des Tages bis auf E-Mail nahezu alle Kommunikationsmöglichkeiten aus Ihrem Unternehmen bzw. die des Kunden innerhalb dieser Applikation vorfinden bzw. eben im Browser. Ein weiteres Merkmal, ein weiteres Feature, was die Kommunikation und Zusammenarbeit betrifft, ist das Thema Webseitenkommunikation. Und zwar ist es so, dass Wildix Ihnen die Funktion liefert, entweder per Signatur oder auf der Webseite einen Link zur Verfügung zu stellen, wo Interessenten Sie dann über den Browser kontaktieren können per Chat, Video, Audio. Dort können Sie mit den Interessenten einen Desktop sharen, zum Beispiel auch noch, also eine volle Konferenzmöglichkeiten. Und das Schöne ist, der Kunde, wir werden das später live sehen, geht auf diesen Link, braucht sich nichts installieren, sondern geht direkt in den Browser, in das Chatfenster rein und auf einem Ihrer angebundenen Clients erscheint dann eben diese Chatanfrage. Sie können mit dem Kunden in Verbindung treten. Sie können den Kunden weiter an einen Ihrer Kollegen leiten, wenn der vielleicht besser aufgehoben ist beim Kollegen. Also sehr, sehr viel Möglichkeiten, wie man auch mit den Kunden beziehungsweise ja, in Kontakt treten kann über Webseite und Co. Auch das Bestandteil eben der Wildix-Lösung. Wenn man das Ganze auf der Webseite darstellt, hier zum Beispiel die Wildix-Webseite, wie es aussehen könnte, das ist dann letztendlich nur Geschmackssache, wie meine Webseite programmiert ist, sodass ich sehr schnell sehe, ist denn der jeweilige Ansprechpartner gerade verfügbar, wie kann ich ihn kontaktieren, wenn ich das möchte, einfach draufklicken und ich bin mit dem jeweiligen Gesprächspartner verbunden. Ja, neben den Funktionen gibt es natürlich noch viel, viel mehr weitere Integrationen, die sehr ins Detail gehen, die dann schon, Entschuldigung, branchenübergreifend einzusetzen sind. Man sieht es hier zum Beispiel, es gibt Schnittstellen zu FIAS, diversen Hotelsoftware angeboten. Wir können uns an unser Outlook, wenn Sie ein Outlook unter Windows besitzen, anbinden. Dort werden dann zum Beispiel Termine, die Sie im Kalender haben, automatisch auf Ihren Präsenzstatus umgemünzt. Das heißt, Kollegen sehen dann anhand Ihrer Kalendereinträge direkt im Wildix Client, ob Sie verfügbar sind, wo Sie sich gerade befinden. Selbes gilt für CRM-Anbindung, ob das jetzt ein Zoho ist, ob das ein MS Dynamics ist. Ich kann dann, je nachdem, was ich eben zur Verfügung habe, direkt aus meinem CRM telefonieren oder andersrum. Ich kann in meinem Wildix Client wiederum mein CRM aufrufen und dort Notizen machen, sodass beide Seiten immer synchron sind. Auch hier alles im Umfang der jeweiligen Lizenz, bis auf die angesprochene Basislizenz verfügen alle Lizenzen über diese Collaboration-Funktionen beziehungsweise auch den notwendigen Schnittstellen wie TAPI-Treiber, die im Lizenzpreis jeweils abgebildet sind. Genug der Folien. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal live an. Wir
bewegen uns zunächst einmal im Wildix Partnerportal, in dem Managementportal, wo ich alle meine Instanzen sehen kann. Ich bin jetzt als Partner eingeloggt, so wie Sie es machen könnten. In meinem Fall heiße ich BrainWorks Testpartner. Ich kann hier einerseits meine PBXen einsehen, meine Adressen und Kontakte verwalten. Wenn ich hier auf die PBXen gehe, sehe ich, aha, ich habe drei Instanzen. Ich habe einmal eine Hardware, ich habe einmal eine virtuelle Maschine und einmal befinde ich mich in der Cloud. Und da werden wir uns jetzt einfach mal drauf verbinden. Vielleicht sehen wir hier noch, welche Geräte mir schon zugewiesen worden sind, sodass ich die dann per Autoprovisionierung mit wenigen Klicks in Betrieb nehmen kann. Aber wir wollen jetzt hier direkt auf die Instanz. Das HTTPS-Marke hier nicht bei uns genommen. Also wie gesagt, per einem Klick sind Sie auf der jeweiligen Admin-Oberfläche der jeweiligen Kundeninstanz. Wir bewegen uns jetzt erstmal im Bereich der Einstellungen, um einen groben Überblick zu geben, was ich hier einstellen kann. Ich habe hier die Möglichkeit, weil wir von Collaboration und Kommunikation sprechen, meine diversen CRM-Integrationen hier zu hinterlegen. Manche sind per Klick zu aktivieren, manche eben über die Callback-URL des jeweiligen CRM-Systems oder per Plugin. Zum Beispiel MS Dynamics verfügt über ein Plugin, sodass Sie da sich direkt mit der Wildix-Instanz verbinden können. Dasselbe gilt für die Hotelintegration. Hier kann ich meine unterschiedlichen Schnittstellen aktivieren bzw. mich auf diese Schnittstellen schalten und kann dann ein Beispiel, wie es hier ist, meine Hotelzimmer verwalten, dementsprechend User und so weiter und so fort hinterlegen, sodass ich dort auch mit meinen dementsprechenden ja, Programmen für die Hotelbranche mich eben vernetzen kann. Weiter haben wir noch Einstellungsmöglichkeiten, die aber dann Thema von tiefe führenden ja, technischen Webinaren sind, die in Kürze kommen, sodass ich meine Fax, SMS-Server hinterlegen kann und so weiter und so fort. Wir beschäftigen uns aber heute nicht damit im Detail, sondern das ist einfach nur nochmal, um einen groben Überblick über die Admin-Konsole an sich zu bekommen. Ich habe die Möglichkeiten, Wählpläne hier eben zu hinterlegen. Allgemeine Einstellungen und so weiter und so fort. Ich habe die Geräte angesprochen, die ich zuweisen kann per Autoprovisionierung. Das heißt, innerhalb meines Portals weise ich die Geräte meiner BW-Demo-Instanz in unserem Fall zu. Sobald die Geräte jetzt online gehen würden, würden sie sich ja, direkt verbinden. Dann würde das Ganze hier auf grün springen und ich könnte die Geräte dem jeweiligen User gleich zuordnen. Dasselbe gilt für analoge Gateways oder auch für ja, Funkdeckgeräte. Bleiben wir jetzt bei den Usern. Ich würde sagen, wir legen einfach mal kurz den User an, damit Sie sehen, wie einfach das ist. In dem Auslieferungszustand, den Sie bekommen von einer Cloud-Instanz, kommen Sie genau auf diese Seite, klicken hier auf Plus. Wir nennen das Ganze einfach Webinar-User. Geben dem Ganzen die Durchwahl 11. Damit Sie sehen, wie das ausschaut, schnappen wir uns kurz eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Mehr muss ich jetzt erstmal nicht machen. Sie sehen jetzt, der User ist angelegt. Das Wichtige ist, dass Sie hier noch aussuchen, welche Lizenzversion es denn sein soll. Wir wählen jetzt einfach mal eine Business-Version aus. Die reicht in unserem Fall. Und sage Willkommensnachricht senden, damit Sie das auch gesehen haben. Ich könnte, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die E-Mail kommt, natürlich auch Benutzer dann auf andere Telefonanlagen einfach verschieben. Das heißt, wenn ich mehrere Kunden habe oder der Kunde verschiedene Standorte hat, gehe ich hier auf Verschieben, wähle eine andere PBX aus, egal ob die in der Cloud steht, als Hardware oder als VM, da ist die Plattform völlig wurscht. Und dann wird der jeweilige User darüber einfach und schnell übertragen.
Schauen wir mal kurz, ob schon was gekommen ist. Dauert wahrscheinlich noch einen kleinen Moment. Beziehungsweise, was man auch machen kann, ist, wenn die E-Mail nicht kommt, ich kann das Passwort hier manuell setzen. Das heißt, ja, dass ich das Passwort hier dementsprechend auch noch abändern kann. Sollte es sein, dass der User vielleicht das Passwort verwirft, kann ich das Passwort hier manuell setzen. Ich kann auch aus anderen Systemen die User eben hier abrufen, egal ob das ein 365 ist, aus anderen CMs, CSV-Dateien oder aus dem LDAP, sodass ich die User relativ schnell hier in meinem System anlegen kann. Jetzt habe ich die E-Mail bekommen, damit Sie sehen, wie das aussieht. Man kann das Ganze natürlich auch noch selbst gestalten, die E-Mail. Der jeweilige User sieht seinen Login. Der Login ist für alle Endgeräte bzw. für alle Clients dann gültig und das jeweilige Passwort. Und damit Sie sehen, wie das dann aussieht, können wir uns mal kurz aus diesem Webinar-User einloggen auf der jeweiligen Instanz. Und Sie sehen, okay, ich habe jetzt hier noch keine aktiven Chats, weil natürlich noch nichts hinterlegt ist, aber in wenigen Klicks habe ich den User angelegt. Er kriegt eben die Einladung. Er braucht in dem Fall, wenn er keine App besitzt, nur auf den Link gehen und sich mit der Kombination User und Passwort dann eben einloggen. Ich schaue jetzt trotzdem mal, ob wir hier schon mal einen Chat aufmachen können. Das nur, damit Sie gesehen haben, okay, wie schnell komme ich mit meinen Login-Daten dorthin, wo ich möchte. Wir selber bewegen uns jetzt aber in der Mac-Applikation und auf die gehen wir jetzt einfach mal kurz ein, schauen uns die jeweiligen Funktionen an. Wenn ich mich einlogge, komme ich erstmal zur Startseite, wo ich meine verschiedenen ja, Kategorien hinterlegt habe. Es können hier auch die Marketingabteilung sein, die Salesabteilung, worin ich dann die jeweiligen User vorfinde. Hier oben, ich habe es gesagt, kann ich direkt in meinem CRM suchen und sehe dann eben die Treffer. Dann sehe ich auch, wen ich anrufen möchte, wie ich ihn anrufen möchte. Also wie gesagt, das ganz schnell und das funktioniert auch im wahrsten Sinne des Wortes schnell. Also wir haben unser CRM angebunden und das steht anderen größeren CTI-Systemen nichts nach, sodass hier wirklich schnell auch der jeweilige Kontakt gefunden werden kann. Wenn ich dann die Nummer ausgewählt habe, kann ich mir noch auswählen, worüber ich telefonieren möchte. Web bedeutet immer der Client. Ich kann aber auch einen Anruf, wie ich das vorher erwähnt habe, auf meinem Android-Gerät initiieren oder auf meinem Mobilgerät. Dann würde ich eben einen Anruf auf meine Mobilfunknummer bekommen, um dann ja, weiter zu telefonieren. Es kann aber auch jedes ausgewählt werden. Dann würde jetzt in meinem Fall würden jetzt drei Geräte klingeln. Und bei dem Gerät, wo ich abhebe, wird dann eben der jeweilige Anruf initiiert. Die Videokonferenzfunktion findet sich auch hier oben. Ich kann neue Konferenzen anlegen. Ich kann hier die Konferenz benennen, kann noch einen Text dazu schreiben. Hier kann ich dann auch Fremde, die User, die jetzt nicht in meinem System sich befinden, einladen, eine Beschreibung hinterlegen und das Ganze mit einem Datum versehen. Auch hier, wie gesagt, ganz schön alles über den besagten Client, sodass ich hier auch wiederum sehr schnell alle meine Funktionen wieder vorfinde. Wir haben ja einen weiteren Punkt, der ganz interessant ist. Das sind nämlich die Funktionstasten. Das sind die Tasten, die man sich eigentlich auf dem Tischgerät vorstellt. Die Tasten, die ich frei belegen kann. Das können jetzt zum Beispiel in dem Fall ein Tag- und Nachtschalter sein. Wenn ich den drücke, wird ein spezieller Code auf der PBX initiiert, der zum Beispiel die Ansagen oder beziehungsweise die Ansagen nach Feierabend aktiviert oder wiederum deaktiviert. Ich habe hier
Rufgruppen, die ich zum Beispiel auch monitoren kann. Das heißt, wenn ich jetzt 5 meiner Kollegen in einer Sales-Gruppe habe, dann kann ich mir hier einstellen, dass bei jedem Anruf in die Sales-Gruppe ein kleines Pop-up aufgeht und ich sollte keiner hingehen, mich in dieses Gespräch einklinken kann und dieses Gespräch eben selber fortführen kann. Beziehungsweise kann ich das auch für einzelne User machen, dass ich dort eben schaue, was passiert gerade, telefoniert er, ist er verfügbar oder auch nicht. Wir haben hier den Chat. Ich habe das ja über den Browser gerade initiiert, diesen Chat mit unserem Webinar-User. Ich kann hier diverse Sachen wie Post-its hinterlegen, Erinnerungen, die vielleicht wichtig sind. Ich kann diese Post-its auch als SMS versenden, wenn ich möchte, wenn man das entsprechende SMS-Gateway dahinter hat. Ich kann Dateien verschicken oder ganz normal chatten oder über den Chat auch Audio-Video-Gespräche mit dem Kollegen initiieren. Und ich sehe natürlich immer, wie sein jeweiliger Status ist. Würde der User jetzt telefonieren, würde es hier einen roten Hörer geben. Wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, sehe ich dann auch, mit wem er gerade telefoniert, so wie sie das bei den klassischen CTI-Produkten aus der Vergangenheit auch gewohnt sind. Klar, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Kontakt oder beziehungsweise verschiedene Telefonbücher zu hinterlegen. Auch hier die verschiedensten Möglichkeiten des Imports. Ich kann mich direkt mit LDAP verbinden, mit meinem Qero Connect, ISOP, wie auch immer. Habe verschiedene und unendlich viele Möglichkeiten, Telefonbücher anzulegen, ob das privat ist, ob das aus dem CRM kommt und so weiter und so fort. Kann mir natürlich aber auch alle anzeigen lassen. Ich habe ja eine Anrufhistorie, ganz normal, wie man es kennt, dass ich das nachvollziehen kann. Und ich habe meine Aufzeichnungen, meine Voicemails, die, wie ich angesprochen habe, auch hier zum Herunterladen sind, sodass ich die gleich abhören kann. Sollte ich das Ganze abhören, beziehungsweise ich habe jetzt hier draufgeklickt und habe es gesehen, ist das natürlich auf allen Geräten dann synchron. Das gilt übrigens für alle Einstellungen oder Chats oder Benachrichtigungen. Die sind natürlich immer synchron mit den jeweiligen anderen Endgeräten. Bei den Einstellungen, hier habe ich auch die Möglichkeit, als User mein Passwort selbst zu ändern. Ich kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegen, wenn ich das möchte, um noch ein bisschen sicherer zu sein. Ganz wichtig ist diese Funktion hier, nur das aktive Gerät klingelt. Wir hatten das bei uns in der Anfangsphase, viele Leute hatten 5, 6 Geräte und hatten einen Anruf und plötzlich ging hier ein Orchester los. Ja, Sie können sich vorstellen, wenn dann plötzlich alle Endgeräte klingeln. Also hier ist auf jeden Fall wichtig, immer je nachdem oder der Geschmackssache, dass nur das aktive Gerät klingelt. Wenn Sie das jetzt zum Beispiel hier deaktivieren, dann klingeln auch auf dem Android- oder iOS-Gerät die Applikationen, auch wenn sie im Schlafmodus sich befinden, sodass die Geräte immer Alarm schlagen. Die Vermittlungskonsole ist vielleicht auch ganz interessant. Hier sehe ich dann, wer mit wem telefoniert, wenn ich das möchte und die jeweiligen Zugriffsrechte habe. Und sehe halt auch, wie der Anrufer ist, wie die Dauer ist und so weiter und so fort. Es ist manchmal eine Grauzone, ob man das auch möchte, dass der Mitarbeiter wirklich weiß, was die Kollegen machen. Man kann es alles so einstellen, wie man möchte und kann wirklich alle Funktionen, die man hier sieht, sehr, sehr granular einstellen, sodass man wirklich pro User auch die richtigen Einstellungen findet. Ich kann hier selber als User festlegen, was in meinem jeweiligen Anruf oder mein Präsenzstatus passieren soll, wenn ich bitte nicht stören markiert habe, ob ich weiter zu Voicemail leiten soll oder ob die Anrufe sofort abgewiesen werden sollen, welche jeweiligen Klingeltöne sein sollen, ob ich per Mail oder per SMS auch noch benachrichtigt werden möchte, wenn ich angerufen worden bin oder in welchem Status ich mich hier befinde. Also hier kann ich auch wirklich sehr, sehr granular einstellen, ob das Anrufe von intern, extern sind. Ich kann natürlich auch Leute auf die Blacklist oder Whitelist setzen, sodass ich auch ungewünschte Anrufer sofort wegblocken kann. Die
Funktionstasten, die wir vorher hier gesehen haben, die kann ich auch unter den Einstellungen hier definieren. Wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen User, das ist der Webinar-User. Da möchte ich jetzt monitoren, was da passiert zum Beispiel. Ich möchte eine optische Anzeige vom Anruf bekommen oder vielleicht auch eine akustische. Das heißt, sollte jetzt der User mit der 11 telefonieren oder angerufen werden und ich sehe, er geht nicht hin, weil es mein Kollege eben aus dem Produktmanagement ist, kann ich dann auch hier drauf zugreifen und mit diesem Anruf sozusagen schnappen. Ich kann hier als User sämtliche Sachen wie zum Beispiel auch die Fax-Header, die Fax-Logos hier anpassen. Das heißt, wenn ich Faxe verschicken möchte, wähle ich hier mein Logo aus, kann die Faxgerät-ID hinterlegen, wenn ich ein Fax schon hinterlegt habe in meinem Administrationsportal und kann dann auch den Header mit Rufnummer und so weiter hier dort hinterlegen. Ich habe weiterhin die Möglichkeit, wenn es im Chat geht, hier auch E-Mail-Benachrichtigungen zu bekommen. Das heißt, sollte ich mal wirklich nicht an einem Endgerät verfügbar sein, das möchte ich ja auch nicht immer, kriege ich zum Beispiel eine E-Mail, wenn mir mein Kollege eine Nachricht geschickt hat, aber ich irgendwie nicht drauf geschaut habe oder es irgendwie untergegangen ist. Hier kann man auch sehr granular definieren, was wann passieren soll. Ich kann mir hier so Templates hinterlegen, wenn ich zum Beispiel ein Raucher bin, sage, okay, das Rauchen dauert bei mir 15 Minuten, dann habe ich hier oben die Möglichkeit, dann auch das Rauchen auszuwählen, um einfach sehr schnell vorgefertigte Templates zu hinterlegen. Wie gesagt, wenn Sie eine Outlook-Integration haben oder Outlook benutzen, können Sie das auch direkt aus Ihrem Kalender ziehen und dann zum Beispiel den Abwesenheitsstatus trotzdem noch kombinieren mit einer Zeitleiste von Ihrer beliebigen Wahl. Die Rufgruppen, das ist dann wiederum ein Thema. Wir haben zum Beispiel hier eine Support- oder eine Webinar-Rufgruppe, bei der kann ich mich auch über meinen Client anmelden, beziehungsweise kann dann auch festlegen, was passiert, wenn ich mal nicht verfügbar bin. Aber auch hier sehen Sie, brauche ich das nicht übers Telefon, über sonstige Sachen machen, sondern alles bequem über meinen Client. Ich habe dann natürlich hier sehr granulare Einstellungen, weiterhin was die Funktion betrifft, die Lautsprecher, Klingeltöne, Mikrofoneinstellungen und so weiter und so fort. Auch hier nur zu Demonstrationszwecken alle Funktionen. Ich kann auch festlegen, dass der User hier überhaupt nichts verändern kann, sondern wie gesagt, das benutzt, was ihm ja vorgegeben wird. Das, wie gesagt, kann ich alles sehr, sehr granular einstellen. Unter Erweiterungen, das sind die einzigen Sachen, die ich benötige, wenn ich jetzt auf nicht den Browser benutze, nämlich die Integration und die Bildschirmfreigabe, beziehungsweise optional noch eine Kopfhörerintegration. Das ist ein kleiner Installer, den ich mit dem Paket des Wildix Clients eben einmal installiere und ja, habe dann den konfigurierten Collaboration Client soweit auch vor mir liegen. Ich habe hier auch nochmal die Android-App vorbereitet, sodass Sie sehen, wie das auf dem Mobilgerät aussieht. Auch hier habe ich die Kontakte. Ich sehe meinen Anrufverlauf, sehe hier die Voicemail, kann hier direkt Anrufe initiieren. Auch hier habe ich wieder die Auswahl, über welchen Kanal ich das Ganze machen möchte, ob ich direkte VoIP oder diese besagte Rückruffunktion benutze. Habe auch hier die Daten aus meinem CRM bzw. aus meiner Datenbank vorliegen, das heißt auf meinem Mobilgerät. Auch da suche ich ganz bequem nach dem Namen meines Kunden oder Kontakts und kann dann dort mit ihm dementsprechend in Kontakt treten. Auch die Chats natürlich hier vorhanden. Auch hier habe ich die Möglichkeit, kleine Voice-Nachrichten auch zu hinterlassen. Fotos, Downloads, wie auch immer, kann ich hier auch über die Mobilgeräte-App benutzen. Wir können das Ganze auch mal probieren, ob das soweit funktioniert. Wenn ich jetzt von extern einen Telefonanruf absetze an die jeweilige Nummer, die hier hinterlegt ist.
gemacht habe. Das funktioniert soweit. Es klingelt jetzt auf dem Android-Gerät, weil ich hier oben eben eingestellt habe, dass es nur mein Android-Gerät sein soll, das reagiert. Ich kann aber auch jetzt sagen, dass ich auch über das Web hier erreichbar sein möchte. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal anrufe, sollte es auch hier klingeln. Sie sehen das im Vordergrund, sehen wir die Android-App. Hier hinten ist eben mein Collaboration Client. Jetzt kann ich das Gespräch annehmen. Ich sehe zwar auf meinem Mobilgerät jetzt, okay, ich telefoniere mit dieser Mobilfunknummer, aber in Wahrheit kommuniziere ich hier über diesen Client. Und ich habe das ja vorhin schon erwähnt, wenn ich jetzt möchte, dass ich das an ein anderes Gerät übergebe, klicke ich jetzt hier auf das Android-Gerät und der Anruf ist jetzt auch, wie Sie sehen, direkt auf mein Android-Gerät gewandert, sodass ich jetzt auch hier dann die Funktion auswählen kann, die mir das Android-Gerät eben zur Verfügung stellt, ob ich das Ganze mute und so weiter und so fort. Ich kann mir das jetzt dann entweder wiederholen. Jetzt sehen Sie, jetzt ist der Anruf wieder hier auf meinem Gerät. Oder ich gebe es an jedes, dann würden alle Geräte klingeln. Das erste Gerät, an das ich herangehe, gibt mir dann das Gespräch. Wie gesagt, eine sehr schöne Funktion, weil Sie, wie gesagt, nahtlos switchen können zwischen den jeweiligen Endgeräten. Ich könnte jetzt hier auch an den Kollegen weiterleiten oder direkt an die Voicemail senden, ja, so dass er dann direkt auf die Sprachbox kommt. Ich kann die Gespräche aufzeichnen, wenn ich möchte. Sie sehen, in unserem Fall haben wir das jetzt nicht aktiviert, weil wir halt einfach diverse Funktionen nicht haben möchten. Ich lege mal kurz auf. Was wir uns zu guter Letzt noch anschauen werden, ist die besagte Kite-Funktion. Diese Webseitenkommunikation, die Sie gesehen haben, die man integrieren kann. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als ein Link, der dort hinterlegt ist. Wenn Sie möchten, können Sie den auch kurz ausprobieren und mir in Verbindung treten. Der wird aufgerufen. Und ich kann mich jetzt hier als der Webinar-E-Mail muss ich nicht hinterlegen, kann ich jetzt in Verbindung treten. Sie sehen hier oben schon, es hat mich jemand versucht, hier zu kontaktieren. Ich muss das hier kurz natürlich freigeben, damit Sie das auch hier sehen. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Sie sehen jetzt in Anführungen oder in Klammern Kite. Das heißt, dass jemand eben über die Webseite versucht hat, mich zu kontaktieren. Und derjenige, der als Interessent eben da ist, kann dann hier mit mir in Verbindung treten. Hier sehen Sie, Anruf steht gerade zur Verfügung. Und ich sehe dann natürlich auf allen Endgeräten, dass mich jemand über die Webseite kontaktiert hat. Hier ist es interessant. Ich kann jetzt nämlich einfach diese Anfrage, die über die Webseite kommt, einfach einem anderen Webinar-User übertragen. Es bleibt zwar hier noch offen, aber Sie sehen, okay, diese Kommunikation, diese Webseitenanfrage ist an den Webinar-User mit der Durchwahl 11 weitergegangen. Wenn der jetzt online geht, sieht man dann dementsprechend, dass ich mit dem Webinar-User chatte gerade. So viel als kurzen Überblick, was ich denn für Funktionen habe. Wir könnten sicherlich hier noch viel länger darüber sprechen. Ich denke mir aber oder ich hoffe, dass Sie einen guten, groben Überblick bekommen haben über das, was uns hier zur Verfügung steht innerhalb der Collaboration-Applikation. Vielleicht für Sie jetzt, wenn Sie in dieser Webinarreihe jetzt erst eingestiegen sind, wie geht es weiter? Sie kriegen im Nachlauf auch nochmal den Link zu unserem Kalkulator im Brainshop. Dort ist nochmal alles aufgeführt, was jetzt zum Beispiel so Lizenzfragen betrifft. Was für Lizenzen brauche ich? Wie sind die User-Anzahlen? Wie sind die Staffeln und so weiter und so fort? Das alles in dem Kalkulator.
Und wenn Sie sagen, okay, das klingt sehr interessant, was ich da gesehen habe, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze testen und starten kann. Und hierzu sage ich vorab schon, das ist exklusiv nur bei uns so. Wenn Sie das Ganze nämlich beim Hersteller direkt machen wollen würden, müssten Sie zunächst einmal ein Training besuchen. Wir haben gesagt, okay, das ist jetzt nicht ganz so elegant. Sie können bei uns direkt loslegen, indem Sie Starterlizenzen buchen. Ohne irgendwelche Trainings, die verpflichtend sind, weil wir eigentlich immer der Meinung sind, sie sollen sich erstmal selbst vom Produkt überzeugen. Es sind drei Lizenzen in der Cloud. Da landen sie dann dort, wo ich anfangs gestartet habe mit den Usern und können dort einfach mal probieren und ja, das Ganze austesten. Für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte schon ein bisschen weitergehen, haben wir noch ein Angebot, ein Cloud Starter Kit nennt sich das. Dort sind sowohl Lizenzen enthalten, dort sind 3 Stunden individuelle Schulung bzw. Installation beinhaltet und gleichzeitig noch 4 Endgeräte, sodass Sie ein ganzes Paket bekommen an Informationen und an Hardware und an Lizenzen. Hat den Vorteil, dass Sie dann mit so einem Starterkit komplett gleichberechtigt sind, mit hohen Partnermargen einzusteigen, beziehungsweise Wildix auch zu vertreiben. Wildix an sich, ich habe es ja gesagt, hat bis dato immer darauf bestanden, dass die Partner natürlich trainiert sind und auch ein gewisses Know-how haben. Wir sind der Meinung, ja, dieses Know-how sollten Sie haben. Das vermitteln wir Ihnen gerne in diesem individuellen 3-Stunden-Training, das remote stattfinden kann, sodass Sie da auch befähigt werden, tatsächlich gleich als Partner aufzutauchen. Hat den Vorteil, aktuell gibt es noch nicht so viele Partner in Deutschland, sodass Sie da aktuell noch eine Art Nischenplatz sich sichern können, um dieses Produkt, ja, vertreiben zu können. Da aber auch gerne im Nachlauf noch mit uns in Kontakt treten. Wie gesagt, das sind jetzt so die zwei Vorschläge, die wir Ihnen machen können, um mit dem Thema einzusteigen, beziehungsweise sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Wir werden weitere Webinare anbieten, die dann dementsprechend auch weiter ins Detail gehen, die dann relativ oder sehr technisch sind. Wir haben weiterhin 2 Kickoff-Events, einmal am 30.09. in Frankfurt und am 17.10. in München. Da kann ich Sie auch nur drauf ja, ganz herzlich einladen. Dort wird auch der Hersteller direkt vorhanden sein, sodass Sie auch mal sehen, ja, wer ist denn Wildix, was machen die denn so? Wie gesagt, das sind ganz nette Leute dort, wo es sich auf jeden Fall lohnt, vorbeizuschauen. Die Hälfte des Tages wird vertrieblich sein, die Hälfte des Tages technisch, sodass man innerhalb eines Tages einen sehr, sehr guten Eindruck bekommt über das Gesamtthema Wildix. Natürlich auch weitere Infos per Mail, Blog und Social Media. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, ich muss schauen, ob wir denn Fragen haben. Wenn ich dann das Webinar schließe, bitte, bitte sind Sie so gut, lassen uns kurz Feedback da. Gerade zum Thema VoIP interessiert uns das natürlich, beziehungsweise auch zu den Themen, wo wir uns verbessern können. Ich schaue jetzt kurz, ob Fragen vorhanden sind. Wie gesagt, wenn Fragen sind, nutzen Sie das Fragenfenster in dieser GoToWebinar, in diesem Panel. Hier ist zum Beispiel eine Frage: Ein Kunde, der 2 Standorte in Deutschland hat, ob ich hier die jeweiligen Plattformen mischen kann. Also das ist möglich. Man kann jetzt einen Verbund von mehreren PBXen und Instanzen fahren und da ist es auch egal, ob München zum Beispiel in der Cloud ist und Hamburg auf einer Hardware oder auf einer virtuellen Maschine installiert ist. Das ist völlig egal. Ich kann dort eben diese beiden Instanzen miteinander verbinden. Sind die Preise, die man im Shop sieht, also es ist egal, ob das in der Cloud, auf einer Hardware oder auf einer VM ist, die Preise sind immer die gleichen. Wildix macht da keinen Unterschied. Es sind sowohl Volumen als auch Laufzeitstaffeln. Das heißt,
Umso höher sie in der Userzahl liegen, desto günstiger wird es. Und umso mehr Laufzeit sie natürlich haben, desto günstiger wird es. Und hier ist die Frage, ob wo wir ungefähr beginnen bei den Preisen. Bei der Version, wo sie sämtliche Collaboration-Funktionen benutzen, fangen wir niedrigst irgendwo bei 2 € pro User im Monat an. Bei einer sehr geringen Userzahl geht das natürlich ein bisschen nach oben, der Preis, aber im Schnitt kann man sagen zwischen 4 und 5 € pro Lizenz, pro User im Monat, was eigentlich fast schon ein bisschen zu niedrig ist, wenn ich mir anschaue, was dann an Funktionen mitkommt, dass sie sich vielleicht ein Softphone sparen, dass sie sich ein Estus vielleicht sparen, dass sie sich vielleicht Hardware sparen, weil sie sowieso sagen, wir haben so viele mobile Endgeräte und so viele Laptops oder was halt die Mitarbeiter oder Kunden sowieso schon haben, ja, dass man darauf zurückgreifen kann. Hier gibt es eine weitere Frage, ob es eine Skriptprogrammierung geht, zeitgesteuerte Ansagen. Ja, ist alles möglich. Entweder Skriptprogrammierung beziehungsweise eine Art per Drag and Drop. Das werden Sie in weiteren Webinaren sehen, so dass man diese Programmierungen und Zeitschalter und Vertretungen und Ansagen alle per Drag and Drop in einer Art Skizze anfertigen kann und das relativ einfach ist, dann dort Wählpläne oder Ansagen, zeitgesteuerte Funktionen eben umzusetzen. Okay. Provisionshöhe für den Partner. Also ich kann Ihnen sagen, der niedrigste Einstieg ist bei 20% und richtet sich dann, das ist dann so eine Angelegenheit, wo Sie mit Ihrem jeweiligen Vertriebsansprechpartner sprechen, je nachdem, was Sie vorhaben, was Sie für Projekte haben. Also zwischen 20 und 30%, aber sicherlich nicht unter 20%. Wie gesagt, das ist dann auch ein bisschen die Belohnung für Ihr Commitment, sage ich jetzt mal, wenn Sie sagen, okay, ich nehme so einen Starter-Kit, ich möchte mich damit beschäftigen, ich kriege dann Know-how. Und natürlich, umso mehr Know-how Sie haben, desto weniger, sage ich jetzt mal, haben wir an Support vielleicht. Und dementsprechend soll das Ganze natürlich auch in einer netten Marge enden. So, ich schaue jetzt mal kurz auf die Uhr. Wir sind schon ein wenig drüber. Wenn Sie noch Fragen haben, würde ich Ihnen vorschlagen, kontaktieren Sie uns gerne im Nachlauf. Es gibt sowieso noch mal eine E-Mail. Dort bitte alle Fragen noch hinwenden, beziehungsweise an den jeweiligen Ansprechpartner von Ihnen. Wie gesagt, bitte sind Sie so gut, nehmen Sie sich noch die Minute Zeit, dass Sie uns das Feedback da lassen. In dem Sinn sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.